Herzklappenbehandlungen per Katheter. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn das Herz nicht mehr richtig arbeitet, wenn die Herzklappen undicht sind oder wenn sie nicht mehr genug Blut durchlassen, dann kann es sein, dass Ihr Arzt Ihnen empfiehlt, sich eine neue Herzklappe einsetzen zu lassen. In vielen Fällen ist dies ohne offene Operation möglich. Und in welchen Fällen es für Sie in Frage kommt, per Katheter behandelt zu werden, darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Nils Gosau. Er ist geschäftsführender Oberarzt in der Kardiologie an der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie da sind. Sagen Sie uns, fangen wir mal mit der Verengung an. Wie kann es passieren, dass nicht mehr genug Blut durch eine Herzklappe fließt? Die Herzklappen sind Ventile, die Zeit unseres Lebens arbeiten müssen und viele Millionen von Schlägen aushalten müssen. Und es ist ganz normal, dass im höheren Lebensalter vor allen Dingen die Aortenklappe, die sozusagen zwischen linker Herzkammer und dem Körperkreislauf steht, verkalkt und somit zu eng ist und nicht genug Blut durchlässt. Und das vor allen Dingen eine große Belastung für die linke Herzkammer, unsere wichtigste Herzkammer, ist und zum Teil auch zur Unterversorgung der Organe mit Blut dann führt. Und wie merkt das jemand, dass da eine Verkalkung ist in der Aortenklappe? Die Symptome treten eigentlich erst auf, wenn die Verkalkung schon sehr stark fortgeschritten ist, weil es eine sehr langsame Verkalkung ist, die über Jahre bis meistens Jahrzehnte sogar gehen kann. Wenn es dann bemerkt wird vom Patienten, muss gehandelt werden. Und diese Symptome wären Luftnot, Leistungsknick, Enge in der Brust oder auch Schwindel oder gar Bewusstlosigkeit bei Belastung. Und was kann man machen per Katheter? Man kann sich das ja gar nicht vorstellen, dass man gar nicht aufschneiden muss, um an das Herz ranzukommen. Wir haben die Kathetertechnik, die wir ja schon seit Jahrzehnten haben, um Verengung der Herzkranzgefäße zu behandeln, so weiterentwickeln können, dass auch Prothesen für diese Aortenklappe in größere Katheter reinmontiert werden können. Und dann kann über die Leiste in den meisten Fällen, über die Leistenschlagader, diese Herzklappe an den Ort vorgebracht werden, wo die verkalkte Klappe ist und dort so freigesetzt werden, dass sie in die verkalkte Klappe implantiert wird. Die wird an die Wand gedrückt und dann hat man eine neue, wunderbar öffnende Herzklappe. Ah, das heißt also, man faltet die zusammen, diese neue Herzklappe, schiebt sie in eine Röhrchen, nehme ich mal an, von dem Katheter und dann ab einmal quer durch den ganzen Körper. Einmal quer durch den ganzen Körper. Normalerweise würden wir auch bei einem normalen Herzkatheter, den kann man heutzutage in den meisten Fällen auch von der Handpulsader durchführen. Wir würden aber auf die althergebrachte Leistenschlagader gehen, weil die größer ist und dann das Kathetersystem von der Leiste sozusagen rückwärts Richtung Herz vorschieben und dort freisetzen. Woraus ist diese Herzklappe? Die Herzklappe dieser Katheterprothese ist praktisch genauso konstruiert wie biologische Herzklappen, die schon seit Jahrzehnten herzchirurgisch durch eine offene OP ersetzt werden. Die ist aus Tiermaterial, also entweder Herzklappenmaterial oder Herzbeutelmaterial, meistens von Schweinen oder Rindern hergestellt. Kann die Schwierigkeiten machen später im Körper? Die kann auch wieder verkalken, genauso wie das bei den althergebrachten, sehr gut funktionierenden biologischen Herzklappen des Herzchirurgen sein kann. Da wissen wir bei den chirurgischen Herzklappen, dass die heutzutage gut bis zu 20 Jahre halten. Und wir haben bei den kathetergestützten Herzklappenprothesen schon sehr gute Erfahrungen von bis zu 10 Jahren und sind da guten Mutes, dass die ähnlich gut funktionieren. Und wie lange dauert dieser Eingriff? Dieser Eingriff dauert im besten Fall als reiner Eingriff nur eine Stunde. Es ist aber eine aufwendige Vorbereitung durch den Anästhesisten, auch wenn der Patient
nur in einem leichten Schlaf ist und nicht eine Vollnarkose hat, ist es so, dass mit Vor- und Nachbereitung das gut 3 Stunden dauert und der Patient ist dann nach einer Nachtsüberwachung auf der Intensivstation. Nun ist ja einleuchtend der Vorteil des Katheters, man muss keinen großen Schnitt machen durch den Brustkorb. Sie als Mediziner sehen sicherlich noch mehr Vorteile für den Patienten, die daraus auch folgen. Die Herzklappeninterventionen, die Aortenklappeninterventionen per Katheter ist entwickelt worden für Patienten, die eine offene Herzoperation nicht überstanden hätten. Und da ist sie sehr gut untersucht und ist wirklich ein Segen für diese Patienten. Und es gibt jetzt immer mehr Untersuchungen, dass auch Patienten auf jeden Fall mit hohem Risiko bei einer offenen Herz-OP eine Komplikation zu erleiden, extrem gut von der Kathetertechnik profitieren. Und man ist jetzt gerade in der medizinischen Wissenschaft dabei, zu untersuchen, inwieweit wie das auch auf Patienten mit mittlerem, wo es schon gut untersucht ist und dann vielleicht sogar niedrigem Risiko für eine Operation ausweiten können. Ja, der Vorteil ist ja, dass man das Herz eigentlich nicht stilllegen muss. Ne? So würde ich es mir jetzt mal ausdrücken. Das Herz kann weiterschlagen, das sind wir Kardiologen ja gewohnt. Und das Stilllegen des Herzens mit und Überbrückung mit der Herz-Lungen-Maschine ist ein großer Teil der Komplikationsträchtigkeit einer konventionellen Herz-OP. Das ist richtig. Ja, auf der anderen Seite, wenn sich das Herz weiter bewegt, kriegen Sie das denn überhaupt richtig zu fassen, den Punkt? Da sind wir Kardiologen, sage ich mal, durch die Kathetertechnik, haben eine jahrzehntelange Erfahrung, da wir ja sowohl bei normalen Herzkathetern für die Herzkranzgefäße oder auch bei Katheterablationen von Herzrhythmusstörungen oder Herzschrittmacherimplantationen immer mit dem bewegenden Herzen zu tun haben, sodass das, auch wenn sich's aufwendig vorstellt für den Laien, für uns eigentlich kein Problem ist. Wir machen das unter Röntgendurchleuchtung mit modernsten Herzkatheteranlagen und zum Teil nehmen wir auch die Ultraschalltechnik dazu zur Verfügung, um eine optimale Bildgebung zu haben, weil wir das Herz nicht direkt sehen wie der Herzchirurg. Ja, genau. Also über einen Bildschirm mit hoher Auflösung und 3D-räumlichem Sehen. Ja. Ist es denn möglich, dass jeder sich mit so einer TAVI versorgen lässt? Oder gibt es doch Fälle, wo man sagen muss, nee, jetzt müssen wir doch an das offene Brustbein, müssen wir doch aufmachen? Aktuell ist es so, dass ja der herzchirurgische Aortenklappenersatz eine extrem erfolgreiche, extrem gute und komplikationsarme Prozedur ist, sodass das praktisch der Goldstandard ist, an dem sich die interventionelle Klappentherapie messen lassen muss. Und wir wissen jetzt, dass es bei Patienten mit mittlerem Risiko auch sinnvoll sein kann, ihnen die kathetergestützte Klappentherapie anzubieten. Und aber wer praktisch keinerlei Risiken für einen offenen Eingriff hat, der sollte sich Stand 2019 auch vom Herzchirurgen operieren lassen. Aber da geht natürlich die wissenschaftliche Forschung weiter und wir werden da in den nächsten Jahren noch mehr Daten erheben. Und gleichzeitig wird natürlich das Katheterverfahren auch weiterentwickelt mit dünneren Kathetern, die dann auch an sich da weniger Komplikationen machen. Genau, wir haben ja noch den zweiten Fall. Also jetzt haben wir ja besprochen, es geht nicht mehr genug Blut durch die Herzklappe. Mhm. Die zweite Möglichkeit ist, dass eine Herzklappe undicht wird. Da geht es aber nicht um die Aortenklappe, also wo das Blut in die Aorta reinfließt, sondern um eine andere Stelle, oder? Das ist die Mitralklappe, die sehr häufig undicht ist. Das ist auch eine Klappe, die in der linken Herzkammer ist und somit verhindert, dass Blut beim Zusammenziehen des Herzens in die linke Vorkammer zurückfließt. Diese verkalkt heutzutage nicht mehr, aber dass jeder Patient, der ein krankes linkes Herz hat, leidet in gewisser Weise häufig auch unter einer Undichtigkeit dieser
dieser Herzklappe, sodass da Herzschwäche und Mitralklappeninsuffizienz in sehr vielen Fällen eng miteinander verbunden ist und die alleinige Erkrankung dieser Herzklappe ohne Schaden der linken Herzkammer ist selten. Und wenn der Patient jetzt schon sehr herzkrank ist, wissen wir, dass eine herzchirurgische Reparatur dieser Klappe auch viele Komplikationen bei sich bringt. Und da gibt es ein Verfahren, wo wir sozusagen ähnlich wie der Herzchirurg die Klappe rekonstruieren und wieder dicht machen, indem wir einen Clip, der praktisch wie eine miniaturisierte Wäscheklammer einfach gesprochen aussieht, auch mit einem Katheter in diese Klappe vorbringen und sozusagen in der Mitte beide Enden miteinander verbinden, um wieder Dichtigkeit herzustellen. Ja, genau, wie so ein offener Beutel, auf dem man in der Mitte eine Klammer setzt, sodass man zwei kleinere Ausgänge hat und nicht mehr den ganz großen. Und das kann das Herz dann offenbar wieder besser kontrollieren und schließen dann wahrscheinlich. Das ist ein Verfahren, was sozusagen auf einer Prozedur, einer ursprünglich herzchirurgischen Prozedur basiert, wo ein italienischer Herzchirurg entdeckt hat, dass wenn er diese beiden Enden mit einem Faden verbindet, er eine Dichtigkeit erreichen kann. Und dieses Verfahren kann man sehr gut mit einem Kathetereingriff simulieren, der da auch natürlich ein sehr viel niedriges Risiko hat. Ja, wie lange dauert da der Eingriff? Der kann auch 1 bis 3 Stunden mal dauern, ist aber sozusagen für den Patienten weniger belastend. Und bleibt diese Clip, bleibt der im Körper dann drin? Der bleibt drin und wird sozusagen von Herzinnenhaut überwachsen und vom Körper angenommen. Das heißt also, man hat dann, der besteht aus Metall, nehme ich an, oder aus Kunststoff? Es ist ein komplexer Verbund aus Metall und hochkomplexen Kunststoffen, der sozusagen sehr aufwendig produziert wird, aber ist ein Verbundwerkstoff sozusagen. Ja, genau, den der Körper gut annehmen kann. Kann es sein, dass Sie irgendwann noch einmal an diesen Clip dann wieder dran müssen, weil es wieder undicht wird? Also rausholen kann man den nicht. Das könnte dann nur der Herzchirurg. Man kann aber auch in einer zweiten Runde noch einen weiteren Clip setzen. Man kann auch zum Beispiel in einem Eingriff mehrere Clips setzen, bis dann die Undichtigkeit beseitigt ist. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!